Ist es jetzt soweit? Lindner und FDP wollen Rente mit 63 unbedingt abschaffen, und zwar mit einer politischen Erpressung. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Meine Damen und Herren, ich steige gleich in den Artikel rein, den ich hier gelesen habe im Merkur, und zwar will die FDP und Lindner die Rente mit 63 abschaffen. Und zwar Zankapfel bei der ganzen Geschichte ist wieder einmal das Thema Rente mit 63. Ja, meine Damen und Herren, als ob die Rente mit 63 das demografische Problem in Deutschland überhaupt noch lösen könnte. Dafür sind alle Messen gesungen, das wissen wir alle. Die Demografie schlägt unbarmherzig zu. Wir haben jetzt im Jahr 2023 den sozusagen landesweiten, deutschlandweiten Rekord an Neurentenzugängen, fast 1 Million Neurentner. Und natürlich ist es für die Arbeitgeber und auch für sogenannte Wirtschaftsweise und Rentenexperten, wer auch immer das sein möge, immer wieder ein tolles Thema, hier die Rente mit 63 ins Spiel zu bringen. Jetzt ist es aber wirklich so, dass die FDP offen, ohne, also mit hochgeklapptem Visier, jetzt sich dafür bekannt hat, dass die Rente mit 63, die Altersrente für besonders langjährig Versicherte, abgeschafft wird. Denn diese Altersrente würde wohl die Unternehmen in Deutschland extrem belasten, natürlich auch die Rentenkassen. Unternehmen verlieren gute Mitarbeiter. Meine Damen und Herren, ein Thema, was schon seit Jahren bekannt ist, ist ja die Demografie. Ne? Und jetzt tun ja alle so, oder tun ja viele so, als ob die Abschaffung der Rente mit 63, die Altersrente für besonders langjährig Versicherte mit 45 Jahren Wartezeit, hier der Stein des Weisen ist. Ja? Also wir haben ja die Wirtschaftsweisen, die das fordern, wir haben den Dulger, wir haben dann auch noch den Winfried Kretschmann von den Grünen, aber jetzt auch die FDP, und das ist ganz neu, als Koalitionspartner der Ampelregierung, wendet sich hier praktisch gegen die SPD. Und der Hintergrund des Streits ist eine ganz einfache Geschichte. Die FDP möchte gerne als sogenannte große Steuersenkungspartei in Deutschland in die Annalen der Geschichte eingehen. Ja? Die möchte gerne die Steuern senken. Das kann sie aber nicht, weil sie selbst den Rahmen im Haushalt so eng gezurrt hat, dass sie letzten Endes nur eines machen kann. Und das macht sie ja sehr gerne. Wir nehmen einfach mal Sozialleistungen weg. Es ging schon mit dem Bürgergeld los und betrifft jetzt die Rente mit 63. Auch die Bundeszuschüsse wurden schon gekürzt für die gesetzliche Rentenversicherung. Und die FDP macht hier freiweg weiter, meine Damen und Herren. Unternehmen in Deutschland, vor allen Dingen die Großunternehmen, sollen steuerlich entlastet werden. Und Sie und wir, die hart für dieses Land arbeiten, müssen wieder dafür bluten, weil die FDP Sozialleistungen senken möchte. Und zwar soll ja die Rente mit 63 hier abgeschafft werden. Es geht nur um Geld. Es geht nur um Geld. Die FDP ist eine Lobbyistenpartei des Großkapitals. Sie sind neoliberal und wollen uns ans Fell. Letzten Endes geht es immer der FDP, das war schon seit Jahrzehnten so, immer nur um eines: Steuern senken für Unternehmen und Sozialleistungen der arbeitenden Bevölkerung kürzen. Das ist das, was die FDP am besten und am liebsten kann. Und deshalb, meine Damen und Herren, ich sage es Ihnen ganz offen, so wie es ist, besteht ja auch in Deutschland so eine unglaubliche Wut auf die Ampelregierung, auf die FDP, weil sie nicht mehr unsere Sprache sprechen, weil sie uns unsere wohlerworbenen Rechte hier wegnehmen will. Meine Damen und Herren, die FDP halten die Rente mit 63 für nicht mehr zeitgemäß. Ja, der Lindner zum Beispiel stellt sich ja hin und sagt, die FDP, die Rente mit 63 wäre eine Stilllegungsprämie für hochbezahlte Mitarbeiter, hochqualifizierte Mitarbeiter. Meine Damen und Herren, ich halte das auch für einen sehr zynischen Begriff, eine zynische Umschreibung, für einen Rechtsanspruch. Die FDP stellt sich ja immer hin und sagt, sie wäre eine Rechtspartei, also eine Partei, die das geltende Recht respektiert. Dann bitte, Herr Lindner, respektieren Sie doch bitte auch, dass die
Rente mit 63, die Altersrente für besonders langjährig Versicherte, eine entsprechende Sozialleistung ist, auf die man immer dann Anspruch hat, wenn man das entsprechende Lebensalter erreicht hat und auch die 45 Jahre Wartezeit. Und im Übrigen, meine Damen und Herren, ich kann es nur nochmal sagen und Ihnen, Herr Lindner natürlich auch, damit Sie es endlich mal verstehen, als FDP-Spitzenmann sollten Sie davon wenigstens Kenntnis haben, es gibt keine Rente mit 63. A, gibt es eine solche Rentenart nicht und B, bezogen auf die Altersrente für besonders langjährig Versicherte, ist der Rentenzugang mit 63 nur den Geburtsjahrgängen vor 1953 vorbehalten gewesen. Und die sind ja schon längst in Rente, meine Damen und Herren. Ich halte diese ganze Diskussion für völlig fragwürdig, für völlig sinnlos. Die Rente mit 63, die Altersrente für besonders langjährig Versicherte in der Version zum 1.7.2014 schafft sich sozusagen durch Zeitablauf selber ab. Wir haben jetzt den Geburtsjahrgang 1960, der mit 64 Jahren und 4 Kalendermonaten in diese Rente gehen kann, abschlagsfrei, wenn Sie die 45 Jahre Wartezeit bei Rentenbeginn erreicht haben. Meine Damen und Herren, eine fürchterliche Diskussion, angeheizt durch Lindner und Co., wird wieder zu massiver Verunsicherung führen. Ich hoffe, Sie lassen sich davon nicht anstecken. Ich weiß eines, das ist die rote Linie, die SPD wird hier nicht mitmachen. Ich kann nur hoffen, dass Lindner mit dem Unfug aufhört. Ansonsten, Herr Lindner, treten Sie einfach zurück. Deutschland hat den Kanal voll von Ihnen und der FDP. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.